Ich schulde euch ja noch eine Roomtour von meinem neuen Anhänger und die bekommt ihr heute. Von außen kennt ihr ihn ja bereits, aber ich würde mal sagen, wir schauen jetzt auch einmal rein und starten dabei direkt mit meinem persönlichen Highlight und zwar dem großen Frontausstieg. Wieso, weshalb, warum ich mich dafür entschieden habe, seht ihr bald bei YouTube. Ich würde aber mal sagen, wir gehen jetzt auch mal in den Anhänger rein. Man kann natürlich auch von hinten, wie bei jedem anderen Anhänger auch, reingehen. Und das zeige ich euch jetzt mal. So sieht der Gute übrigens von innen aus. Er hat übrigens noch keinen Namen, also falls ihr Namensideen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall hat der Hänger Platz für zwei Pferde und hat hier noch so einen Schutz, falls Pferde sich irgendwie nicht verstehen oder so weiter. Hat natürlich auch Stangen, die man individuell verstellen kann. Den ganzen Innenbau kann man auch rausnehmen, falls man mal etwas anderes transportieren möchte. Und hier eine schwenkbare Innenseite. Also wie ihr seht, alles einfach super praktisch. Und das richtig Coole ist, er hat eine richtig große innenliegende Sattelkammer. Da passt richtig, richtig viel rein. Ein